Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ihr seht mich mal wieder im Krankenhaus. Was es damit auf sich hat, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Was soll ich sagen? Nichts ist so einfach und nichts läuft irgendwie im ersten Anlauf, wie es soll. Das ist auf jeden Fall so das Fazit. Wie wir hingekommen sind, der Weg dahin und die eine oder andere Skurrilität, ich glaube, das war richtig, Skurrilität, werdet ihr auf jeden Fall in diesem Video erfahren. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt, nach dem heutigen Tag, ob das online kommt. Ich muss mir grünes Licht abholen. Und vor allen Dingen weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie der Tag enden wird. Aber das werdet ihr dann im Laufe des Videos wohl sehen. Und ich gleich auch. Also, bleibt dran. Ich glaube, da hat es jemand eilig. Schauen wir mal. Warnblink an und dann fahren. Agil, agil. Warte. Ist ja noch früh am Morgen, 6 Uhr. Sollen wir machen, ne? Leben am Limit. Ich glaube, da will jemand auch am Limit leben, könnte ich mir vorstellen. So, gucken wir mal. Wir sind ja gleich bei unserem Krankenhaus. Der Marsch, komm. Ich glaube, die hat Bock auf das Leben am Limit, ja. Oh cool, wir haben sogar mal eine grüne Ampel. Na siehste, Sachen gibt es. Vorsicht. Gucken wir mal, ob wir hier einen Parkplatz finden. Hier haben wir unser Krankenhaus, ne? Das heißt, es warten, bis der Arzt mal kommt in anderthalb Stunden. Dumme. Ja, jetzt sitzen wir hier draußen, trinken Käffchen und warten auf den Arzt, dass der sein grünes Licht gibt und dann Kaiserschnitt. Ich glaube, die haben gar keinen Blutkasten hier. Die haben irgendwas erzählt, die akzeptieren nur ab der 35. Woche. Was zu akzeptieren? Bis die 31. oder 32. ist, ja, dann. Ja, was willst du machen, dann ist es so, ne? Nächste. Ich gehe mal wieder hoch zu meiner Frau und dann schauen wir mal. Da müssen wir hin. Das sieht irgendwie aus so ein bisschen wie der ES, wenn man sich das mal anschaut. Ja, obwohl, könnte auch der Nasdaq sein, aber es ist halt ein Range-Tag, ist halt kacke. Ja, das Wunderbare ist, wir sind sehr gut vorbereitet. Gar nicht. Kinderzimmer ist auch noch nicht eingerichtet. Ja, machst du nichts, ne? Was willst du machen? Das ist Leben am Limit, Frau, oder? Wann wollten wir das gucken gehen, das Kinderzimmer, wenn der Besuch weg ist? Am Wochenende wollten wir das machen. Heute ist Jumma, Hayale Jumala. Ja, wollten am Wochenende Kinderzimmer einrichten fahren. Tja, braucht dann erstmal wohl kein Kinderzimmer. Ist ja dann eh im Brutkasten, so 2-3 Wochen. Dann haben wir Zeit, das kriegen wir schon hin. Die viel wichtigere Frage ist, wer putzt mein Haus und wer macht mir Essen? Das ist die wichtigere Frage für mich, ist so. Ja, und für mich geht es jetzt erstmal Richtung Kargejak. Ein paar Klamotten einpacken für mich und ja, das ist auf jeden Fall, was man sich wünscht. 6 Stunden warten, um dann gesagt zu bekommen, dass wir dann 150 Kilometer weiter entfernt die Entbindung machen. Das ist, warum auch nicht, mit Ambulanz fahren,
12.500. Gut, stolzer Preis, 430 Euro würde ich ja selber für fahren. Aber wir haben uns jetzt entschieden, nee, dann soll die halt mit der Ambulanz fahren. Also für 430 Euro fahre ich auch dahin, ich muss ja sowieso dahin. Wie gut, dass ich schon Ewigkeiten auf bin. Wir haben jetzt 12 Uhr mittags. Na gut, aber wir haben nicht viel Zeit, also was hilft es? Ja, ist halt so. Wünscht man sich, ne? Aber das kennen wir ja nicht anders. Der leichte Weg, es ist nie der leichte Weg irgendwie. Immer das, was alles schief gehen kann bei uns grundsätzlich, das geht auch schief. Aber insgeheim habe ich mir schon irgendwie gewünscht, nach Antalya fahren zu können, wegen Subway. Ich bin bescheuert, ich weiß. Ja, und da geht es auch schon wieder Richtung Stadt. Unsere Straße ist gemacht worden. Ja, wurde ja auch Zeit, ne? Ihr seht jetzt gleich, was ich mit gemacht meine. Boah, ich werde langsam unnormal müde, ja. So ist es halt. Ne, jetzt erstmal nach Antalya. Und dann, inshallah, wird alles gut werden. Dann kommt meine Tochter zur Welt. So sieht auf jeden Fall die Stützmauer aus. Dreimal, viermal hier drüber fahren. Dann brauchst du eine Spureinstellung. Das ist richtig wieder am Limit. Also ihr merkt es. Das ist ja. Hauptsache Statuen können sie putzen. Aber eine beschissene Straße asphaltieren, das ist nicht machbar. Der Hubbel ist weg. So, noch ein bisschen das Auto sauber gemacht. So viel Zeit muss sein. Dauert noch ein bisschen bis zum Krankenhaus. Ja Leute, ich kann euch sagen, ich bin schon hundemüde. Fallen die Augen noch ein bisschen zu. Meine Frau ist aufgeregt, die liegt jetzt in der Ambulanz für schmeidige 12.500. Das ist der Monatslohn von den Leuten hier für eine Ambulanzfahrt. Läuft. Ich würde gerne mit ihr tauschen. Dann könnte ich da pennen, aber sie kann nicht pennen, die ist aufgeregt. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht aufgeregt. Ich bin eigentlich nur hundemüde. Wie gesagt, mir fallen die Augen zu. Ich bin ja schon mit meiner Frau die Nacht über so ein bisschen wach gewesen. Und, ja. Jetzt haben wir gerade 2:30 und ich habe noch 2 Stunden Autofahrt vor mir. Keine Ahnung, wie lange das dort dauern wird. Ich denke mal, das dauert auch noch ein bisschen was. Ich meine, normale Geburt, hey, ist okay. Ja, fährst ins Krankenhaus, 10 Minuten, Viertelstunde, eine halbe Stunde bist du da. Aber Alter, ich fahre 2,5 Stunden nur zum Krankenhaus. Plus die Zeit, die ich sowieso schon unterwegs bin. Ja, dann penne ich dann bei meiner Frau im Krankenhaus. Was soll ich machen? Ja, gerade hier in Serek am Fahren, Weltstadt quasi. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das Lustige ist, meine Frau ist ja mit dem Dings am Fahren, mit der Ambulanz. Und ich habe gerade für die Ambulanz Platz gemacht, die ist hier rechts gefahren und das war die. Ich habe mir das Kennzeichen gemerkt, 06 für Ankara und dann FS mit Blaulicht. Und dann habe ich ihr das geschrieben und dann hat sie gesagt, ja, wir waren das. Wir haben ja gar nicht so viel Unterschied. Ja, die warten am Eingang auf mich. Hab natürlich Stau. Merkis, Antalya. Aber gut, ist ja nicht mehr lange. So, und da wären wir angekommen. So, das ist das Zimmer. Am Limit. Hier schläft meine Frau. Wir haben hier 86 Zoll Monitor. Nein, Quatsch. Ja, das ist mein Bett. Auch behindertengerecht. 2 Klimaanlagen sogar. Und Kühlschrank. Und ja, nichts zum Trinken drin. Sauber. Ich hätte unterwegs mal irgendwie eine Flasche Racke kalt stellen können oder so. Ich habe ja nach Meerblick gefragt. Haben die nicht. Aber wir haben Parkblick. Ihr seht, ich bin einmal zu Fuß bis in den 7. gelaufen. So, Parkblick. Ja, ist auch okay.
Ja, ich darf nicht mit rein, darf keiner mit rein. Ja, jetzt muss ich hier eine Stunde warten, ne? Was soll man machen? Also ich habe frisch geduscht. Hatte ich ja schon gesagt, glaube ich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich gehe jetzt trotzdem Kaffee trinken. Eine Stunde warten, was ist los, hallo? Ja, Freunde, ich sitze jetzt hier rum. So noch ungefähr so 40 Minuten, geht insgesamt eine Stunde die OP. Ich werde wohl Vater werden, inshallah. Ich hoffe mal, dass alles gut läuft und dann beginnt wohl ein neuer Lebensabschnitt, fürchte ich. Naja, wir werden sehen. Bin ich aufgeregt? Weiß nicht, vielleicht schon irgendwie. Ich hoffe mal, dass beide die OP gut überstehen. Ich soll hier warten, weil hier kann ich das Kind, meine Tochter, dann gleich sehen. Die darf halt keiner anfassen. Wir sind halt hingefahren, weil sie keine Bettenstation haben. Keine für Säuglinge halt eben in Alanya, hatte ich ja mal gesagt. Ja, also ich bin definitiv gespannt, wie meine Tochter ausschauen wird. Hoffentlich hat sie kein Bad. Ja. Und dann sehen wir weiter. Ich habe gerade meine Tochter gesehen. Und die sagen, Alter. Okay. Pakachas. Jetzt muss die Mama nur noch rauskommen. Deswegen hasse ich Antalya. Ich bin auf dem Weg zu Subway, weil das Essen, was es im Krankenhaus gibt, das mag ich nicht. Und ja, ich muss mich beeilen. Wir haben jetzt 20 nach 7. Wir haben bis um 20 Uhr auf. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall geht allen gut und das ist ja schon mal not so bad. 1000 Papierkram gemacht, jetzt warte ich auf die Krankenschwester. Und dann dürfen wir hier reingehen und darf ich gucken, wie es meiner Tochter geht. Ja, Mama ist am Telefon mit allen möglichen Leuten. Die sind ja alle an, das ist ja klar. Darf erst um 10 Uhr was essen heute Abend, also erst in 2 Stunden. Gestern nichts mehr gegessen, glaube ich, gestern am Mittag oder so. Ja, Papa haut sich jetzt ein Subway rein und einen schönen Ei ran. So wie man es kennt. Das Leben am Limit, ich sage es euch, das ist brutal. Nee, Spaß, Leute. Ich muss jetzt hier eine Airbnb-Wohnung suchen, weil das Kind muss jetzt mindestens 3-4 Wochen hier bleiben. Schon, ich kann nicht jeden Tag 5 Stunden Auto fahren oder 6, das geht nicht. Mal gucken. Entweder Hotel oder Airbnb. Und ja. Das ist die Lage. Was soll man machen? Wie gesagt, das gehört auch zum Leben am Limit dazu. Aber die kann morgen auf jeden Fall aufstehen. Und dann werden wir mal ein Kinderzimmer einrichten. Oh, ich sehe kaputt aus. Meine Augenränder. Aber auch eine Weile nicht geschlafen, ne? Deswegen. Nächste. Gehabt euch wohl. Dann habe ich Ehre. Ciao, Leute.